Hi, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Ja, heute eine kleine besondere Folge. Herr Eulix ist da und Servus. er hat mich gerade eben kurz in Elden Ring gesehen. Und ja, was denkst du? Ja, katastrophal. Also ganz ehrlich, also Elden Ring habe ich noch nie gespielt. Habe ich ein bisschen Schiss davor gehabt und nee, wollte ich nie. Habe ich immer gedacht, zu schwierig. Aber jetzt habe ich den Kollegen hier gerade spielen gesehen und habe mir gedacht, nee, das geht. Krieg ich hin. Das schaffe ich, locker. Ja, jetzt geben wir ihm ein bisschen Zeit zum Einspielen und dann schicken wir ihn zu Malenia. Die Ja. gute Marlene, wie ich sie nenne. Hab ich da eine M65 oder ein paar Granaten? Zumindest die Stielhandgranate wäre praktisch. Also bei mir gibt es nur eine Riesenkeule. Mehr nicht. Das ist ja eklig. Genau, und damit gehen wir auch schon ins Spiel, würde ich sagen. Okay. Let's go! Have fun und good luck kommt aus dem Chat. Oh, Dankeschön. Ui, Rolle. Ich lasse mal das Mikro ein bisschen bei Felix. Ich brauche da keine Kommentare zu ablassen, damit ihr hört, was er so von sich gibt. Jo, jo, jo. Hilfe, ich glaube, ich versteck mich. Okay, ja, es läuft nicht. Ich mach mal kurz. Warte kurz. Oh, die haben mich gesehen. Wenn du da ein bisschen verschwindest, die Kamera weiter runter, Moment. So, jetzt kannst du dich wieder hinkauern. Dankeschön. Und sprich ruhig deine Gedanken aus, die du so hast, währenddem du da Entschuldigung, ich spielst. spreche meine Gedanken aus. Ich laufe hier an ekligen Spinnennestern vorbei. Ich hoffe, da sind einfach Spinnen drin. Also alles andere ergibt keinen Sinn. Und dann rolle ich mich wie Batman irgendwo rum. Und vielleicht kann ich jemanden meucheln. Kann mich jemanden meucheln? Nein. Kann voll daneben hauen. Doch, kannst du, wenn du Boah, dich shit. von hinten anschleichst und dann einfach eine leichte Attacke machst, wenn du hinter ihm Was stehst. denn? Le Leicht. leichte Attacke ist RB. Nee. Wo war das nochmal? AB? Mal schauen. Okay. Einfach schwimmen, schwimmen. Einfach schwimmen, schwimmen. Was ist mit dem los? Der Herr sieht irgendwie tot aus.
Was ist denn das? Ich würde sagen, da ist ein Gegner. Der hat eine Sichel. Viel Spaß. Boah, das sind ja mehrere. Hilfe. Also den Lock-on rechter Stick, ne? Immer noch, ja. Falls du den mal benutzen möchtest. Ja, bezweifle ich noch, aber ich schau mal. Okay. Ist irgendwie uncool. Wo bin ich denn jetzt? Oh, schon wieder alles. Ich möchte noch eine Sache zeigen. Darf ich kurz? Gerne. Holen wir uns einmal die Gegner wieder. Am Ort der Gnade rasten ist quasi Reset. Mhm. Jetzt sind die wieder da. Wenn du den linken Stick reindrückst, duckst du dich und kannst nur normal schleichen. Wenn du das hier machst, bist du immer in der Haltung, dass du diesen Sturmangriff machst. Wenn du dich anschleichst, kannst du auch ein bisschen schneller laufen. Und dann einfach einen leichten Angriff hinter dem machst, hast du den so gemeuchelt. Und wenn du nicht den Gegner anlockst, also im Fokus hast, dann geht dieser Sturmangriff häufig vorbei. Wenn du ihn angelockt hast, dann geht der Sturmangriff eigentlich nie vorbei. Nur wenn der Gegner den richtigen Ausweichmove macht. Also wenn du den Sturmangriff machst und willst, dann eigentlich den Gegner immer anvisieren. Ah, okay, gut zu wissen. Probieren wir mal was, können wir? Nein, nicht mit der Armbrust. Gibt es irgendeine Möglichkeit, Energie wieder aufzufüllen, Leben, ohne dass ich den Trank trinke? Nee, ne? Ja, an Gegnern mit dem richtigen Item. Du willst auf jeden Fall mit dem Schwert kämpfen, ne? Ja, dann können wir das Item benutzen. Und du hörst einmal diesen tiefen, dumpfen Sound, wenn du die anstürmst. Ja. Pass mal auf, warte, ich guck mal, ob ich das an einem von denen gerade mal kurz machen kann. Der ist jetzt instant gestorben. Den tiefen Sound, wenn der so in den Knien ist, einfach einen leichten Angriff machen vor ihm. Das hat jetzt nicht funktioniert, weil ich zu lange gewartet habe. Dann machst du einen Finisher. Okay. Na okay, dann schauen wir mal. Wo kommt der denn her? Leichten Angriff aus der Luft. Ja.
Ach komm. Okay, ich scheite ja schon bereits an denen. Ich sehe schwarz für mein großes Ding. Das ist die falsche Richtung. Gibt's da nichts? Also. Da gibt's bestimmt was. Ich glaube, da läuft sogar was hinter dir her. Okay, ich weiß auf jeden Fall, warum mir Elden Ring keinen Spaß macht. Das ist nicht meine Art von Spiel. Gibt es auch Distanzwaffen eigentlich? Es gibt Zauber und Pfeil und Bogen und Armbrüste und sowas, aber die machen keinen Schaden. Also Zauber kann man schon skillen, dass die Schaden machen. Ich weiß gar nicht, wie es mit Armbrüsten und Pfeil und Bogen ist. Ich glaube, das macht keinen wenig Sinn. Kann ich mir kaum vorstellen. Und du brauchst ja die ganze Zeit Pfeile und so. Das macht, ja, weiß ich nicht. Außerdem müsste ich oder müssten wir komplett umskillen, dass du die benutzen kannst. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel. Nee, aber ich glaube, da waren wir heute nicht sonderlich lange. Bestimmt. Das macht nichts aus. Komm mal näher ans Mikro wieder. Wenn ihr irgendwo runterspringt von 10.000 Meter Höhe, das ist okay. Okay, und das war... Wow. Ja... In die Tür könntest du schon rein, da muss irgendwo so ein Mechanismus zum Aufmachen sein. Aber, weiß nicht, also ich brauche den Loot da drin, glaube ich, nicht. Weiß nicht, was da drin ist. Ein Schmiedestein. Aber ich habe wenigstens lustig, was man ab und zu mal findet. Oh. Was ist das denn? Das ist ja ekelhaft. Okay.
Ja, nein, das ist nicht mein Spiel. Also. Du gibst jetzt schon auf. Das sind gerade mal 15 Minuten. Hab ich 15 Minuten geschafft? Und warum spielst du sowas? Macht dir sowas Spaß? Ja. Klar, das ist voll geil. Das ist richtig. Das ist mega. Was, warum? Weil es ein großartiges Spiel ist. Naja, muss ja gut sein, weil sonst würden sie ganzen Leute nicht spielen. Du kannst auch zweimal trinken, weil da oben ist dein Lebensbalken, der ist schon... Oh. Neues Spiel, nee, ich glaube vorher würden wir lieber Dark Souls 1, den Ziegendämon probieren oder solche Späße. Da ist ja auch noch ein bisschen was, was man tun könnte. Den Ziegendämon, stimmt, wurde ein Ziegendämon gesprochen. Ich weiß nicht, eigentlich war ich heute auf ein ganz anderes Spiel eingestimmt. Irgendwie war ich auf Zomboid oder sowas vorbereitet. Sind das eigentlich nur Lebende oder sind die tot? Und so Halbmenschen, oder? Ah, sieht nicht fit aus. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, das sind Untote. Ist da? Oh. Ui. Oh. Ja, so kann man es auch machen. Er hat einfach schon 120.000 Runen mittlerweile verloren. Kann man da was verlieren? Jedes Mal, wenn du stirbst, lässt du dein das Zeug fallen, was du zum Leveln brauchst. Oh, das ist natürlich. Nee, also mir ist es relativ egal, weil ja, ich bin gut gelevelt, das passt schon, aber es wäre natürlich schön, das wäre jetzt schon ein Level gewesen, tatsächlich. Oh, schlecht, wie gesagt, für dich. Will ich auch nicht. Ah, man muss sich da vortasten. Ich wollte gerade fragen, wieso springst du da jedes Mal runter? Du bist ja schon zum dritten Mal runtergesprungen an der Stelle. Ja, ja, da vielleicht wenn ich an der Seite runterspringe, geht's besser. Wo bist du nochmal? So. Schaffe ich das bis darüber, was denkst du? Ich hab dir vorhin den Weg gezeigt, wie du da easy hinkommst. Ja, darüber will ich aber nicht.
Fühlst du dich gut genug eingespielt, um jetzt Malenia zu probieren? Ja, ja, bestimmt. Ich will nur blocken ein bisschen üben. Ich schlag mit der Faust zu? Weil du kein Schild ausgerüstet hast, schlägst du dann mit der linken Faust. Aber blocken geht wie? Erstmal müsstest du wieder Y gedrückt halten und dann RB drücken. Jetzt hast du es zweihändig und jetzt blocken mit dem LB. Jetzt habe ich es, okay. Jetzt will ich noch kurz testen. Trink vorher was. Lockt aber nicht gut. Sepp, was gibt's in dem Steinschlüsseltor? Warum sollte er da hingucken? Ist da irgendwie ein Boss oder ein Gegner oder irgendwas? Oh. Ja, die Kiste habe ich gesehen, aber ich weiß nicht, ob ich die brauche. Ich bin auf jeden Fall bereit für Malenia. Er ist bereit für Malenia, sagt er. Also das Blocken nur mit Schild ist tatsächlich, ohne Schild ist tatsächlich weniger nützlich, weil die Gegner dich trotzdem immer ein bisschen treffen. Ich könnte dir natürlich ein Schild geben. Kann man bei Bossfights dann überhaupt blocken? Ja, klar. Ja, dann gib mir ein Schild. So ein Großschild am besten in dem Fall. Dann müssen wir aber was an der Ausrüstung ändern, weil sonst hast du eine große Last. Dann ist das Rollen ultra langsam. Dann müssen wir etwas leichtere Rüstung tragen. Ja, das passt schon, denke ich. Sieht zwar seltsam aus, aber egal. Genau, jetzt hast du ein riesiges Schild am Start. Wenn die dich jetzt hauen und ich das... Ey, nicht... Posaun. Ah, das blockt schon. Also das blockt jetzt richtig. Darf ich mal? Ja, klar. Okay. Okay, gut. Dann ab zur Malefiz. Nee, Malefiz ist eine andere. Ja, ich weiß. Die gibt's auch in dem Spiel, aber... Nein, ernsthaft? Nein, die heißt Millicent, aber ich nenne sie Malefiz. Oder nicht Malefiz, Millificent, sag ich immer, genau, stimmt. Du willst zur Marlene. Die heißen alle was mit M. Geradeaus durchs Tor. Okay, cool. Lalalalalala. Jetzt gehst du am besten einmal zurück zur Gnade, bitte. Und stehst auf, linken Stick reindrücken. Und holst dir den Heiltrank wieder, den du gerade random gesoffen hast. Du glaubst, den brauche ich, oder? Einfach wieder aufstehen. Wie renne ich? B gedrückt halten. B war es, okay.
Oder unten den rechten mit den unteren Fingern. Wie abgeht. Ja, okay. Nicht geschafft. Jetzt, ja, Moment, du musst dich schon erstmal ein bisschen üben. Also so auf ersten First Try hätte ich auch nicht damit gerechnet. Aber vielleicht schaffst du es ja auf den 10. oder 20. Versuch. Das sagt er nur, weil er ganz genau weiß, dass ich no way, no chance habe. Auf dem 20. Versuch. Als ob. Also ich habe mindestens schon 20. Hast du sie geschafft? Dann könntest du sie jetzt nicht mehr bekämpfen. Ah, okay. Du hast Spaß daran, den Gegner nicht zu fokussieren und ins Leere zu hauen, ne? Ja, anscheinend. Ich vergiss das immer. In meinen normalen Spielen muss man nicht fokussieren. Natürlich, in jedem Rollenspiel. Ich spiele ja normal keine Rollenspiele. Nee, aber Skyrim oder sonst irgendwas. Ja, das sieht man schon auch. Also du musst nicht, ne? Viele machen das auch ohne und finden es besser, aber ich finde es wesentlich angenehmer mit. Wahrscheinlich ist es angenehmer mit. Du brauchst den rechten Stick dann nicht mehr dafür. Du kannst den Daumen weg vom rechten Stick tun, sobald du anvisiert bist. Naja, immerhin. Oh Gott, die hat dann bestimmt auch 2 oder 3 Stufen. Das weiß ich aber. Niklas, willkommen zurück. Ja, der Felix hat sich jetzt eingespielt und jetzt sagt er, kann er Marlene legen. Bestimmt nicht. Nein, das war falsch.
Die heilt sich mit jedem Schlag, kann das sein? Jeder Schlag, wo trifft, heilt die sich, da? Ja. Absolut korrekt, ja. Ja. Hab's gesehen. Ich hab mich schon gefragt, wie lange du brauchst, um es zu bemerken, oder ob du es überhaupt bemerkst. Ja, mir ist vorhin schon aufgefallen, hab mir gedacht, ja, okay. Ist ja kacke. Die Gegner machen doch überhaupt keinen Spaß. Das ist ja voll die Herausforderung. Sie ist richtig mies, ja. Aber sehr episch. Ja, nee. Okay, da bin ich draußen. Du gibst jetzt schon auf? Ja, das schaffe ich auch nach 20 Dinger nicht. Da bin ich wirklich draußen dann. Du gibst jetzt schon auf. Du hast gerade mal eine halbe Stunde gespielt. Also, ich meine, nimm dir zumindest eine Dreiviertelstunde. Gönn dir noch ein paar Versuche. Das schaffst du schon. Wie wechsel ich die Waffen? Also du kannst während dem Kampf, würde ich es dir nicht empfehlen, ja, beziehungsweise über Start, Ausrüstung. Und dann wählst du dein Schwert aus. Genau, und jetzt kannst du dir die Waffe aussuchen. Allerdings habe ich nur eine noch gelevelt. Nur die große Keule ist noch gelevelt. Alles andere kannst du nicht benutzen. Die da, ja. Und das Schild kannst du natürlich mit benutzen. Jetzt geh aber nochmal in Ausrüstung rein, bitte. Du hast jetzt eine große Last. Mach mal eine Ausweichrolle und schau dir mal an, wie das jetzt aussieht. Der macht eher so eine Arschbombe jetzt. Ja. Und ist super langsam. Ich würde dir eine leichtere Rüstung oder das Schild weglegen empfehlen. Nee? Okay. Warum sollt ihr nochmal das Schild weglegen? Ah, heilig. Wie lange es wohl wirklich dauern würde, wenn man ihn das so lange machen lassen würde, bis sie liegt? Oh Gott, boah, ich weiß nicht, ob wir da nächstes Jahr fertig wären. Ich glaube schon, aber heute hat man nicht so viel Zeit. Das ist so der Klassiker, wo man sich doch dann andere Spieler reinholt oder irgendwelche Zauber wirkt, wo sie ablenken. Ich meine, das ist ja tatsächlich so. Das ist doch der typische Gegner, wenn der mit jemand anders beschäftigt ist, kann von hinten ein bisschen drauf bashen. Da gibt es doch garantiert einen Zauber oder irgendwas. Ja, wenn du schlecht bist, dann machst du das richtig. Oder auf dem eigenen Vorteil bedacht. Ich glaube, das Spiel hat sich wieder verabschiedet. Mal wieder aufgehängt. Hängt sich's öfters auf. Aber nur bei ihr, komischerweise. Okay. Ja, sieht so aus. Es will es nicht. Hat Suizid begangen. Du hast auch keinen Bock mehr, oder? Hat Suizid begangen, Herr Bonn. Der gemeint, nee, jetzt kommt er gleich wieder. Nein, tatsächlich hat es mich nicht angefixt. Null. Vorhin schon nicht, das Spiel. Vorhin schon nicht, sagt er. Ich glaube, Elden Ring und ich werden keine Freunde. Na gut. Dann lass noch mal ein paar Gedanken los. Was soll ich dafür Gedanken loslassen? Das ist so, wie man es beschrieben hat. Das ist nicht ganz fair. Nein, es macht bestimmt Spaß, wenn man drin ist, aber es ist nicht für mich. Es ist definitiv nicht meine Spielreihe, weil... Kacke. Nee, ist nicht meins. Ich meine, Souls-like ist ja schon puh, aber das ist ja nochmal andere Geschichte. Also wie du schon gesagt hast, es gibt dann tatsächlich Möglichkeiten, dass man sich andere Spieler mit reinholt. Das ist dann der super easy Mode normalerweise. Man kann noch diese Geister beschwören, das mache ich ja auch nicht. Das ist so ich sag mal, Mittelweg. Allerdings glaube ich, bei Marlene ist es tatsächlich so, dass diese Geister instant sterben. Also die bringen dir da, glaube ich, nichts. Und beim
bei ihr jetzt andere Spieler mit reinzuholen, ist, glaube ich, auch nicht immer gut. Kommt halt drauf an. Wenn die gut sind, ist okay. Wenn es schlechte Spieler sind, teilt sie sich ja dauernd. Ja, eben. Genau. Also 3 Stück von meiner Sorte, wo so, nee, das wird nicht gut gehen. Und bei den Summons, an den Summons heilt sie sich auch. Also an diesen Geistern, die du rufst. In dem Fall ist es keine gute Idee, mit diesen Dingern da reinzugehen. Genau. Also Elden Ring, immer noch nichts für dich. Auch vielleicht doch mal ein ganz frisches Spiel starten. Nein. Aber damit, YouTube, vielen Dank fürs Einschalten. Und schön, dass ihr hier wart. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, nee, also, Elden Ring bin ich draußen.